Heißige Poppy hier mit einem neuen Video. Heute geht's weiter mit der Serie Throwback Thursday. Das Video, das ich für heute ausgesucht habe, ist aus der Kategorie Do-It-Yourself. Mein erstes Do-It-Yourself-Video war das Video, wo ich Chuckloth gemacht habe, was ja grundsätzlich erstmal gar kein Ding ist, aber ich habe das hier auf dem Schreibtisch gemacht gehabt und es war durchaus ein bisschen eine verrücktere Idee und die Kommentare in den Videos waren durchaus lustig und ich dachte, das ist eigentlich ein gutes Video für Runde Nummer 2 hier in dieser Serie. Also, viel Spaß dabei! Ja, zum allerersten braucht man überhaupt mal was, was verkohlt werden kann. Und im Endeffekt ist das Stoff. Und das muss 100% Baumwolle sein. Ich habe hier jetzt ein altes T-Shirt genommen und habe das in so kleine Quadrate geschnitten. So von 5 auf 5, 4 auf 5, irgendwas Zentimeter. So habe ich jetzt mal 6 Stück gemacht. Und ja, legen wir einfach mal los. Wir stellen jetzt mal nicht auf ganz volle Power und wir legen unser Döschen hier drauf. Ja, jetzt lassen wir das einfach mal hier stehen und das wird es dann anfangen zu rauchen hier oben daher. Es fängt schon an zu riechen. Ja, und jetzt sieht man schon, ich hoffe man kann es erkennen, dass oben Deckel hier Rauch aufsteigt. Es fängt natürlich jetzt ein bisschen an, der machen wir die Flamme ein bisschen kleiner, der Lack auch von der Dose ein bisschen zu brennen. Aber das ist nicht weiter tragisch. Es ist nur wichtig, dass wenn ihr das zu Hause macht, dass einfach eure Bude, dass dann Fenster offen ist und dass es gut durchlüftet ist. Wir gehen noch mal ein bisschen runter vom der Hitze. Ja, jetzt lassen wir das einfach mal so vor uns hin schmuggeln. Und wie gesagt, das Zeichen, dass das noch nicht fertig ist, ist, sobald das hier oben noch brennt. Sind jetzt etwa so 2-3 Minuten vergangen. Lassen das jetzt noch ein bisschen drauf. Wenn man sieht, also wenn ich es anbrenne, ist noch eine ganz kleine Flamme oben zu sehen. Ja, und das sieht doch richtig, richtig gut aus. Ihr erinnert euch, ich hatte da weißen Stoff reingelegt und das Ganze ist jetzt schwarz. Feuerstahl und falsch rum. Und einem Funken das Ding zum Glühen bringen. Ja, und wenn man das jetzt dann in ein Bündel trockenes Gras, ins Tenderbündel halt einfach reinlegt, dann hat man einen wunderbaren Zunder. Ja, das war schon eine lustige Idee. Es hat schon ordentlich geraucht gehabt, aber im Endeffekt hat sich es eigentlich ziemlich im Rahmen gehalten. Es war gar nicht so krass, wie man es vielleicht annehmen möchte. Ich mache das nach wie vor so. Der Gaskocher steht jetzt natürlich draußen auf dem Fensterbrett und nicht mehr hier auf dem Tisch. Aber ja, es funktioniert gut, deswegen jedes Mal irgendwie nach draußen zu gehen oder in den Wald ist mir eigentlich zu blöd. Und so oft brauche ich dann Chuckloth auch wieder nicht. Schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr die Idee mit der Serie gut findet. Würde mich freuen. Ansonsten sage ich danke fürs Reinschauen. Haltet die Ohren steif. Daumen nach oben nicht vergessen. Ja, hier. Aua. Ja, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao.